2023 wird das Jahr, in dem wir im Betäubungsmittelgesetz endlich für Gerechtigkeit sorgen werden und ein Stück weit Geschichte schreiben. Wir entkriminalisieren Cannabis, wir legalisieren Cannabis. Alles klar, dann braucht es ja nur noch einen Tipp. Oh, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Fantastic Life, wo es sich nämlich rund um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland dreht. Und es auch in der Zukunft gesehen natürlich alle weiteren Infos gibt, also wann und auch wie die geplante Legalisierung durchgezogen wird. Ja, die Legalisierungspläne der Bundesregierung schreiten so langsam voran. Was zeigt, dass der Gesetzesentwurf von Karl Lauterbach schon in Mache ist und Ende März erscheinen soll und auch die Diskussionen bzw. die Reden im Bundestag immer heißer werden zum Thema, wie wir zum Beispiel am Anfang des Videos gemerkt haben, und zwar den Aussagen von Carmen Begge von der SPD, die sich nämlich die Cannabis-Legalisierung quasi auf die Fahne geschrieben hat, sowie auch nicht davor zurückschreckt, auch mal der CDU oder auch CSU die Stirn zu bieten und ihnen ordentlich einschenkt, aber nicht das, was sie vielleicht gerne hätten. Worauf wir dann noch im weiteren Video zurückkommen, denn zuvor gibt es dann noch andere Nachrichten, und zwar neue Aussagen unseres Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der nämlich bei der Cannabis-Legalisierung aktuell federführend ist und sich nun noch mal kurz in sein Format, wo er Fragen der Community beantwortet, ja, zu den Legalisierungsplänen geäußert hat, weswegen wir in diese Szene auch noch mal hineinschauen. Worauf wir dann noch im weiteren Video zurückkommen. Wenn der Eigenanbau 2023 legal ist, da könnte man ja direkt einmal googeln. So. Oh. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Ja, also wie viele vielleicht nicht wissen, ist man im Incognito-Browser nicht wirklich inkognito. Und die IP-Adressen werden überall hingeteilt, also wohin auch immer. Weswegen es durchaus im Möglichen ist, dass so etwas hier wirklich passieren könnte. Weswegen es halt wichtig ist, seine IP-Adresse zu schützen. Und somit halt auch die Daten, die man ins Internet reingibt. Womit dann auch der heutige Sponsor ins Spiel kommt, und zwar ExpressVPN. Die nämlich einen VPN-Service anbieten, die genau diesen Datenverkehr verschlüsseln. Also keiner mehr mitbekommen kann, was ihr denn dort eigentlich googelt. Also falls euch eure Daten sowie auch eure Privatsphäre wichtig sein sollten, dann checkt doch gerne mal den Link in der Beschreibung ab, denn dort bekommt ihr bei einem 12-Monate-Abo nochmal als Zuschauer dieses Kanals hier 3 Monate obendrauf. Vielen Dank jedenfalls schon mal für eure Aufmerksamkeit und generell, dass ihr immer so aktiv dabei seid. Doch nun würde ich sagen, ist auch mal genug mit dem Gerede und wir kommen direkt mal zu den ersten Aussagen für dieses Video. Und zwar die Aussagen unseres Gesundheitsministers Karl Lauterbach über die geplante Cannabis-Legalisierung und wie dann nun der aktuelle Stand aussieht. Also schauen wir direkt mal in die Szene rein. Wie ist der aktuelle Stand bei der Legalisierung von Cannabis? Kann ich nur sagen, daran wird gearbeitet. Sehr, sehr kompliziertes Gesetz. Viele andere Ministerien sind beteiligt, aber es geht gut weiter. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen da etwas vorstellen können. Wir sind schon relativ weit. Es muss ja auch funktionieren. So viel jedenfalls von Karl Lauterbach zum aktuellen Stand der Cannabis-Legalisierung. Also wie ihr hört, scheint Karl Lauterbach recht zuversichtlich zu sein, also dass der Gesetzesentwurf dann noch Ende März fertig wird, da er mit den Ministerien gut in Kontakt ist. Was ich Ihnen an dieser Stelle einfach mal glauben will und hoffe, dass er diesmal, ja, sein Vorhaben nicht wieder nach hinten verschiebt. Denn der Gesetzesentwurf sollte ja eigentlich schon Ende letzten Jahres kommen. Doch was ihr darüber denkt, könnt ihr mich gern mal hier unten in den Kommentarform wissen lassen. Und wir machen direkt mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar den Aussagen von Carmen Begge, die sich nämlich nun erneut im Bundestag für die Cannabis-Legalisierung stark gemacht hat. Und generell seitens der SPD einer der größten Legalisierungsbefürworter ist und das Thema auch immer wieder vorantreibt. Also so wie nun auch wieder im Bundestag, wo sie nämlich nicht nur Vorteile einer Cannabis-Legalisierung aufgezeigt hat, sondern auch noch ganz schöne Pfeile an die Union geschickt hat, die nämlich in der vergangenen Drogenpolitik nur dafür gesorgt haben, ja, dass die Deliktzahlen und die Konsumzahlen immer weiter einsteigen, ohne dass die Ware im Endeffekt kontrolliert wird. Weswegen ich euch die Szenen natürlich nicht vorenthalten konnte und wir direkt mal reinschauen, ja, welche Worte Carmen Begge für die Drogenpolitik der Union findet. Große Jahr des Strafrechts. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es ausschließlich das große Jahr des StGBs ist. Denn es finden sich auch ungerechte Strafvorschriften außerhalb des Strafgesetzbuches. 2023 wird das Jahr, in dem wir im Betäubungsmittelgesetz endlich für Gerechtigkeit sorgen werden und ein Stück weit Geschichte schreiben. Wir entkriminalisieren Cannabis, wir legalisieren Cannabis. Und da können manche bayerischen CSU-Fürsten noch so laut schreien, die Prohibitionspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte ist gescheitert. Punkt.
Mindestens 10% der deutschen Bevölkerung konsumieren regelmäßig Cannabis, eine Droge, die laut Studienlage keine Einstiegsdroge ist, sondern eine, die im Vergleich mit Alkohol und Tabak das geringste Suchtpotenzial hat. Jedes Jahr werden um 230.000 Strafverfahren geführt, und das fast ausschließlich gegen KonsumentInnen und nicht gegen illegale HändlerInnen. Trotz des Bundesverfassungsgerichtsurteils von 1994 wird auch bei geringen Mengen in manchen Bundesländern nicht von Strafe abgesehen, und seit neuestem werden die CBD-Shops ausgeräumt und geschlossen. Das ist ungerecht, und Ungerechtigkeiten müssen beendet werden. Die Entkriminalisierung von Cannabis ist daher ein Teil unseres großen Gesundheits- und unserer großen Gerechtigkeitsoffensive, auf die wir uns dieses Jahr freuen können. Dieses Jahr wird ein Jahr voller mutiger Entscheidungen sein. Begleiten Sie uns dabei gerne. Also besser hätte man es gar nicht ausdrücken können. Kamel Wegge macht hier auf jeden Fall nochmal klar, dass die Cannabis-Legalisierung eine Legalisierung ist für die Gerechtigkeit. Und zwar, dass 10% der Bürger, wie sie erwähnt hat, nicht mehr ausgegrenzt werden und auch nicht mehr kriminalisiert werden. Denn wie man sieht, geht der Konsum auch durch die Strafverfolgung nicht zurück. Also wie man hier an dieser Statistik hier erkennen kann, was eben halt auch die härteren Gesetze in Bayern beispielsweise nicht verhindert haben, wo nämlich eine Null-Toleranz-Grenze gezogen worden ist, also selbst die Kleinsttaten bestraft werden und auch verfolgt, wie beispielsweise auch die erwähnten kleinen Hanfläden, so wie es bei Tobi von Hanfner der Fall war, der nämlich in Bayern mehrere Läden hat und dort auch schon einige Razzien hinter sich. Entschuldigung, ich bin sehr am Zittern. Es ist Ungeheuerliches passiert. Hier ist der Tobi von Hanfner, und ich habe mal wieder dafür gesorgt, dass zig Einsatzkräfte, Polizeibeamte, Staatsbedienstete stundenlang nichts Sinnvolles tun konnten, weil sie mich mal wieder kontrollieren mussten. Also ich hatte wieder Razzien, ich wurde zu Hause von einem Einsatzkommando geweckt und alle meine Filialen in Lahr, in Freiburg und Lörrach wurden mal wieder kontrolliert. Eigentlich müsste man ja meinen, ich habe das inzwischen auch schon, ich bin da schon gewohnt, und naja, das läuft halt so ab. Aber wie das dann wieder abläuft und wo da jede Logik und jede Grundlage für die Vorgehensweise fehlt, kann ich einfach nicht fassen. Aber ich muss das alles noch irgendwie fertig verarbeiten, und ich muss gucken, dass ich dieses Unternehmen auch noch irgendwie retten kann. Denn die haben uns diesmal so massiv geschädigt, dass ich nicht mehr sicher bin, ob wir das überhaupt überstehen werden. Das ist auch das, warum ich so perplex bin über diese Vorgehensweise. Weshalb er nun wegen den ganzen Wahnsinn Existenzängste hat. Also falls euch dieses Thema interessieren sollte, dann habe ich euch den Kanal von Tobi mal hier unten verlinkt. Und ich bin mir sicher, über positive Kommentare würde er sich bestimmt freuen. Also lasst ihn doch ein paar da. Ansonsten aber war es das nun mit den Infos für das Video. Also wie ihr seht, ist Karl Lauterbach guter Dinge, dass der Gesetzesentwurf dann Ende März erscheinen wird. Worüber ich euch dann natürlich wieder gerne hier auf dem Kanal auf den Laufenden halte. Also generell über alle Infos, wann und wie die Legalisierung nun in der Zukunft durchgezogen wird. Falls euch das Thema interessieren sollte, dann könnt ihr ja gerne ein Abo da lassen. Also hier verpasst ihr jedenfalls nichts. Ansonsten aber wünsche ich euch nun noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche schon mit neuen Nachrichten wieder. Bis dann!